So, ihr kleinen Ganoven, willkommen zurück zum Thief Simulator 2. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar will ich mir noch ein paar Minikameras kaufen. Wir gucken erstmal. Steel Gear, da haben wir so eine Mikrokamera. 3 Stück. Lautes Walkie-Talkie. Kabinendemontage, Werkzeugkasten, Schmuckwerkzeuge, Nachtsichtbrille brauche ich alles, glaube ich, jetzt noch nicht. Hier Rob-Tipps, Angaben zur Beute. Auf der Baustelle hat mir noch gefehlt. 190 Rockholds. Was haben wir denn noch alles? Das war's schon. So. Alles gekauft. Alles klar. Ah, Leute, ich hab Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig Spaß an dem Spiel. Ich hoffe doch, dass ihr auch Bock habt und noch ein bisschen mit dabei seid, weil ich will es definitiv noch weiterspielen. So, das haben wir. Beweis von... Oh, platziere verdächtiges Paket im Haus. Sehr gut. Drone Tech finde ich jetzt auch noch nicht so wichtig. Der Bank, Alter. Ich glaube, irgendwann ist das... negiert sich das komplett einfach. Weil... Also was heißt negiert? Die Miete negiert sich komplett, weil ich krieg so viel Zinsen dadurch. Ach, die großen Gegenstände. Konsole, Spielzeug. Ich kann es halt auch nicht ändern übrigens, weil ich jetzt irgendwas habe. Ausgewählt habe. Oh, die Katze. Es gibt XP wieder. Was? Du kannst Kletterpflanzen hinteren Zaun. Ja, aber okay. Meine Mission ist ja, ich brauche Geschicklichkeit, aber ich habe schon nachgeschaut, das ist irgendwie ein bisschen fehlerhaft benannt. Weil es ist Beweglichkeit und nicht Geschicklichkeit. Klettere die Kletterpflanze hoch und laufe schneller und länger. So, das ist die Frage. Ich gehe aber ganz kurz zur Baustelle. Weil da haben wir jetzt ja noch das letzte Beutestück, wird uns jetzt genannt. Was? Wanted? Nachbarschaftsalarm. Wenn du einen Einbruch vermasselst, weiter muss ich gar nicht lesen, es wird nicht passieren. So, 100 ist die Baustelle. Nee, Quatsch, 100 war, das war nochmal 100. Warte. Ach, 100 ist die Baustelle. Tablet im Safe. Und Mission, fotografiere, ja. Die kommt vielleicht noch, die Mission. Warte, was haben wir denn noch Schönes? Die Jeffersons. Oh, die Jeffersons. Platziere den Koffer, zerstöre das Wechselstromgerät, das haben wir ja. Super TV im Wohnzimmer, Tablet im Garten. Ja, außerhalb des Hauses. Der Hund ist halt das Problem, glaube ich. Ist ja die 101, da ist die 101. Da ist der Parkplatz. So, wie gesagt, das Problem ist halt... 9. Oh Gott, die sind 3 Stunden außerhalb des Hauses, aber dann ist der Hund halt noch da. Ah, ich stelle mich erstmal hier hin. So. So. Das sind noch ein paar Stündchen, 9 Uhr. Habe ich denn Hundefleisch dabei? 1. Warte mal, haben wir Quick Buy? Oh, Hundefleisch. Habe ich das jetzt direkt da? Wow, ich habe es direkt dabei. Okay. Okay. Also 9 Uhr. 9 Uhr morgens war das. Außerhalb des Hauses. Dann werde ich mal kurz die Zeit verplempern. Ne, warte mal. Ich muss die aber klauen, wenn es geht. Jetzt schlafen die hoffentlich. Versuch das mal. Weißt du, da vorne kommt gerade ein Fußgänger. Da brauche ich einen automatischen Dietrich. Oh Mann. Versuch's einfach, wenn ich es vergeige. Wisst ihr Bescheid, dann hau ich wieder ab. Das ist ein bisschen laut. Oh shit. Oder was? Da muss ich das machen. Hä? Ja.
Warum kann ich den nicht anvisieren? Das ist gerade der Hund? Oh shit. Ich glaube, der Hund hat gerade die Tür aufgemacht. Hat er das gehört? Da ist er. Ach, verdammt, ein automatischer Dietrich. Das ist blöd. Warte mal, da werde ich mal die Zeit vorspulen bis 9 und dann den Hund ablenken mit dem Hundefleisch. Geht ja nicht anders. Auch das erste Mal, dass ich das mache übrigens. So. Einmal schlafen. Schnell raus. So, die Leute sind schon auf dem Weg. So. Aber flott. Jetzt aber flott. Was ist denn der Hund um die Zeit? Ich habe keine Ahnung. Da ist der Hund. Ja. Scheiße. Ah, nein. Wie kann ich mich da verstecken? Oh. So. Oh, das war knapp, glaube ich. Es ist schon 10 Uhr. Die kommen um 12 Uhr wieder. Bitte verpissen Sie sich. Dieser dumme Hund, ich habe dem extra das Ding hingeworfen und es ist ihm total egal. Wahrscheinlich, weil er schon alarmiert war. Nee, komm, das lade ich nochmal. Oder? Nee, ich lade das nochmal. Das macht keinen Sinn. Oh, sie sind weg. Speichern wir vorher. Geben wir dem dummen Hund jetzt sein Fleisch. Oh, was? So. Und ein Fleisch, Junge. So, jetzt aber schnell. Wir sind drin. So. Haben wir. Safe. Oh Gott, das dauert wieder jetzt lange. Bis 12 habe ich Zeit. Neunzehn. Komm schon. 80. Sehr gut. Na. Muss ich da das Ding platzieren, bitte? Oha, da ist der Fernseher. Kann ich das von innen öffnen jetzt? Nee, ich brauch den Schlüssel. Was ist denn ein günstiges Radio? Nee, lass mal. Ich hab nicht so viel Platz hier. Ah ja. Mission abgeschlossen. Ich hab da im Garten Kaffeemaschine in der Küche. Warte mal, hier gibt's kein Fenster nach vorne raus. Scheiße. Du war aufgestiegen. Ich hoffe, der Hund ist noch ein bisschen beschäftigt. So, was? Tablet im Garten. Mal Hundchen. Hab noch was für dich. So, warte, wo ist das Tablet? Tablet.
Hier. Sehr gut. Hast du die Gartenzwerge gesehen, den Magier? Sehr lustig. So, komm. Oh, so, wir haben es geschafft. Es ist 12 und die Anwohner kommen jetzt zurück. Dumm, dass ich jetzt gerade leider hier genau vorm Haus parke. Aber hat ja funktioniert. Sehr gut. Voll geil. So, das hätten wir. Ach, warte mal, den großen Fernseher. Kann ich den jetzt hier verkaufen? Nee, warte mal. So, dann Black Bay. Haben wir irgendwas Schönes, was wir verkaufen können? Nein. Küche, wie gesagt, nix. Elektronik, der Fernseher. Oh! Sehr gut. Wertsachen. Nee. Sonstige nix. Automobilzulieferer, nix. Ja, wie gesagt, ich bin so ein Held. Ich habe die ganze Zeit die guten Sachen verkauft, die ich eigentlich aufheben wollte. Oder brauchte für die Sets. Aber ist jetzt auch egal, so. Die Katze. Warte mal. Ach, Hundefleisch nehme ich zwei nochmal mit. Und Arbeitslaptop gesperrt. Und jetzt kann ich endlich Geschick skillen. Also Beweglichkeit. Well, well. You've actually got me to call you. Well, I should have you in my basement as we speak. Let's see. You steal half a million from us in some kind of self-vengeance project. You run off and think it's all over. Well, guess what? It's not. It's a miracle you're still alive. You have to thank your friend for that, as what he sent to us is very valuable. He's the reason I let you live. For now, you will do a few things for me, including paying back the money. For now, I need you to cause a mess at 109. Do everything you can there. Steal all the stuff. Do all the tasks. Okay. Na gut. 109 sagt er. Was haben wir denn da schon alles geholt? 109. Rockholz. Heute Mission. Hey, wir haben die ganzen Missionen auf jeden Fall. Und die sind außerhalb des Hauses um 16 Uhr. Okay. Muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich muss vorher noch, was denn? Lehrbücher. Können in Häuser gefunden werden. Oha. Die Bücher können in Häuser gefunden werden, sind jetzt 250 XP und sie halten, enthalten FM. Tipps. Dave speaking. Für deinen Job. Have you checked stolen rewards? You can receive nice perks if you complete certain tasks. Well, back to stealing. Back to stealing. So, die 109. Oh, das ist praktisch. Das ist gleich bei meinem Händler. So. Hoffentlich kommen die Leute vorbei, weil um 16 Uhr, wie gesagt, muss ich schnell wieder hier sein, deswegen gut, dass ich da bin. Reiner! Schädigt. Ach komm, alles verkaufen. Feine Sache, 1800. Soll ich meine XP... Oha, ich habe bald schon den nächsten Level hier fertig. Ja schon. Ach, warte mal. Aha. Habe ich da noch eine Kamera platziert? Bei der 110 war es nicht. Was bei der 113 vielleicht? Nö. Also war ich da nur eine Kamera platziert. Die war auf jeden Fall noch ein bisschen zu krass für mich. 111. 113 hatte ich schon. 114 habe ich auch schon. Polizeistation hatten wir, Rockholz hatten wir. Ja gut, da fehlt nur noch 111, 112. So. So. Perfekt. So. Ist es schon sicher, dass ich jetzt hier versuche einzusteigen oder ist das gefährlich? Mal kurz checken. 109. Badezimmer. Badezimmer. Heißt, ich könnte mein Glück versuchen.
Ja. Er lohnt sich nicht, das ist zu schwer, glaube ich. Achso, und ihr habt mir gesagt, auf dem Beifahrersitz wäre noch eine Kiste. Auch sehr praktisch. Kann ich nämlich Sachen lagern, so zwischen den Streifzügen. Vielleicht geht's hier. Ich dachte, die Haustür oder was? Oho. Oh, sie geht. Sehr gut. Beeilen, wie gesagt. So. Kommt gerade keiner. Aha. 20 passt da rein, sehr gut. So. Wann kommen die wieder? Um 17 Uhr schon? Nee, oh, 18 Uhr. Fotografiere den Schuppen, Scheiben zu trümmern. Was? Wo ist der Schuppen? Da hinten. Oh shit. Nein, ich will raus. Oh, gleich 18 Uhr. So. Was? Warum ist mein Auto so halb blau? My wife stole a bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Darkbank? Oh, muss ich das reparieren, mein Auto, oder was? Wenn das so halb kaputt ist, ist das schlecht? Weiß ja nicht. Wenn das Auto kaputt ist, ist das gut oder schlecht? So. Oh, Hamba. Listen, we're not gonna get that money back by stealing from locals. We have to go for something bigger, a heist, I mean. Ja, ja, warte. Check the whiteboard of your hideout. Mach ich gleich. Guck mal mein Whiteboard gleich an. Melde. 170. Aha. Der Richter, der hat ja auch nicht gepasst. Also irgendwo reingepasst. Sehr schön. Die Katze. Die süße Katze. Krass, wie viel Zeug ich schon bei mir habe. Und das wiegt halt alles kaum was. Das ist voll lustig. Wenn man überlegt. Ich wünschte, ich könnte mit Elektronik schon glänzen, aber... Kommt leider sehr spät erst. Stufe 12. Aber hey, da kommt bald der Automatik, Dietrich. Ist ja auch schon mal was. Before we go at something bigger, I want you to try your luck at the Forest Side Resort.
It's filled with rich people and just tons of shiny things. I'll transfer the data about all loot and tenants to you. Actually, there's something I need from there. I'll pay generously for it. When you get there, I'll give you a call. Forest? Okay, Forestside Resort. 19.000! Aber ich brauche einen Dietrich und Schloss Knackenstufe 3. Ach, scheiße. Oh mein Gott. So. Einzahlung 6.000. Ja, richtig ab. Ja, wie gesagt, noch wird das nicht funktionieren. Eine ganze Weile lang nicht, weil, schwierig. Ach, guck mal, die habe ich auch noch nicht gescannt. Hier 106, 107. Die Kameras habe ich noch. Zwei. Okay. Eine holen wir uns noch. Oha. Ja. Ja, die will ich mir auf jeden Fall noch holen. Ach komm, so ein bisschen fehlt noch. So. Noch was gesperrt. Sicherheitssystem. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das sind alles Investitionen, die sich auszahlen, definitiv. So. Und Zettel. Es gibt ein Skillbook in 110, 111 und ich denke 106. Es lohnt sich mal, einen Blick drauf zu werfen. Lesen macht dich schlauer, wie man so schön sagt. Okay. Männlicher Mieter ist bewaffnet. Ui. Also 110, 111 und 106. Aber das sind halt die schwierigeren Gebäude. Den kann ich da noch nicht, oder konnte ich noch nicht so viel machen dort. Jetzt noch mal Zeit, dass wir das angehen. FM, Dave speaking. Have you checked stolen rewards? You can receive nice perks if you complete certain tasks. Well, back to 607. Ja, den habe ich platziert. Das hat Niveau 13. Krass. Da sind die beiden. Ja, weg. So. So. Ach so, die hatte ich schon markiert, okay. Jetzt ist die Frage. Habe ich da so einfach rein? Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Schlafen, schlafen. Also die beste Zeit wäre morgens um 2. Hätte ich einen automatischen Dietrich. Ja, also ich glaube, die kann ich erstmal vergessen. Holbrooks und Hardys. Sind beide wohl ziemlich krass. Harrys. 111. Oder 12. Oder die Polizeistation sogar. Tasche, Arbeitszimmer. Oh, die laufen mir zu viel rum hier irgendwie. Oh, das ist schlecht. Ist einfach viel zu viel los hier. Oh, bloß nicht dran ditchen. Ich will die Karre wieder kaputt. So. Ich glaube, ich schlafe mal ein bisschen. Und zwar... Ich schlafe auch mal ein paar Stunden, dass ich vielleicht die 111 oder 12 die Ergebnisse kriege. Da kommt noch ein bisschen. So. Aber lass mal checken. 109 haben wir jetzt vollständig, ja? Sehr gut. 111 oder 12 sind wir jetzt wohl bereit dafür. Warte mal, 110? Warte mal, Notizen. Warte mal. 106. Check the calendar on your phone to see if any event is coming up.
Maybe people will leave the house for some weird festival. Happy stealing. Ah, ne, oh, ich habe die FPS eingeschaltet. Oh nein, was mache ich denn? So, aus. So, SP, SP. Sehr gut. Mal ab. So. Wollen wir mal die Kameras. Zack. Ja. Also hier brauchen wir einen automatischen. Hier wahrscheinlich auch. Legst du dich? Okay. Aber hier können wir mit dem Glasschneider rein. So, dann heißt es jetzt nur rauszufinden, wann sind die nicht im Haus. Was, das hat sich gespeichert? Aber egal. So. Aha. 9 Uhr sind sie 3 Stunden außerhalb des Hauses. Und die sind leider immer da. Sag mal, warum sind die immer zu Hause? Aber die schlafen beide ab 22 Uhr, das ist sehr gut. Guck mal, ob ich hinten vielleicht rein kann. Ihr habt schön Asche hier, ne? Sehe ich schon. Schönes Haus. Ah. Ah, aber die haben ja Weinreben. Guck mal, also so. Ne? So, die Fosters. Kamera in des Garagentors und Kamera in der Garage. Die schlafen beide ab 22 Uhr. Das Problem ist, wenn die Routine dann durchbrochen wird, kann es problematisch werden. Aber die schlafen halt auch echt lange, bis 5 Uhr. Ich meine, lange ist relativ. Es ist eigentlich nicht mal gesunde Schlafzeit, aber egal. Oder gehe ich in die 111? Upsi. 111 sind immerhin nicht da von 9 bis 12. Kann ich mal tricksen hier, dass ich darauf springe? Kacke. Okay, dann hole ich mir wohl erstmal die 112. Ja, wie gesagt, ab 22 Uhr schlafen die. Könnte ich dann schön einsteigen. Ist es gerade wieder am Ruckeln? Hier! Lernungsmodus aktiviert. Ich glaube, ich steige erstmal bei der 112 ein. Warte mal, was haben wir denn? 4 Stück haben wir da. Eine Mission bisher, die kommt dann später. Rumgelatscht bin. Vielleicht wäre das Nachtsichtgerät doch mal keine schlechte Investition, weil es ist halt doch schon ein bisschen dunkel. Taschenlampe geht's, aber ich glaube, das schreckt die Mieter nur auf. Wow. Ich bin schon drüber geklettert. Ich wollte noch speichern. Wir haben ja alle Fenster zu hier. Soll ich denn da wieder rauskommen jetzt gescheit? Ich bringe halt hier drüber, aber... Gehen sie alle schon schlafen. Akta Wiederauffüllung heißt es, die füllen ihr den Bestand auf an Wertsachen. Wäre ganz cool, hä? Oder schlafen sie? Die machen ja die Rollläden nachts runter.
Oh, wie kacke seid ihr bitte? Boah, kommt man aus so einem fetten Jacuzzi hier im Vorgarten. Ihr seid ja eklig. Reich. Das gefällt mir. Der sieht überall ein bisschen mager aus. Scheiße. Das war jetzt Fail, so ein bisschen. Ich brauche aber nicht mehr viel. Ich baue nur noch ein Level ab und dann habe ich den automatischen Schlossknacker. Na gut, die schlafen halt ab 4. Ich kann es da nochmal probieren. Bei der 111. Oh, ein Scheiß, ey. Hallo? Da habe ich einfach mal gehört, wie frech. Na gut. Ey, komm, ich versuch's dann um 9 nochmal. Da sind die beide weg. Get out. Was denn? Hallo. Ich hab extra eine Skimaske auf, ja. Now slam your head in. Was? Du wirst erwischt? Nur weil ich hier vor der Haustür rumrenne? Entschuldigung, ich finde das total gemein. Da sage ich doch, ich kann das mit dem einbrechen und dann kriege ich hier wieder direkt eine gewatscht, oder was? So. Dann machen wir das halt nochmal zur normalen Zeit, wo ich es eigentlich vorhatte jetzt. Arschgeigen, ey. Nee, warte. Hä? Wart ihr nicht beide aus dem Haus? 111? Um 9? Bin ich jetzt? Schlafen halt ab 4 Uhr beide. Krass. Haben die einfach mal die Routinen geändert oder machen die das generell? Irgendwas verpasst? Hey Lady. Basic. Kamera Nexon. Ha! Läuft. Jetzt muss ich aufpassen, dass die mich nicht hören. Das finde ich ja gemein, dass die einfach mal ihre Routinen ändern. Aber das ist vielleicht dieses prozentuale Ding, was da auch schon, was ich da schon gesehen habe. Dunkel, ne? Ich hole mir, glaube ich, als nächstes wirklich die Nachtsichtkamera. Gleich. So, 4 Uhr gehst du schlafen, das ist jetzt. Kann nicht mehr gespeichert werden, scheiße. Komm. Der Gaming Computer. Hat er nicht gehört? Und nochmal. Wir klauen die beiden. Hat einer den Schlüssel einsteckt, weil ich wenigstens vorne wieder rauskomme.
Also ich höre Türen. Komm, komm, komm. Das war die Zeit. Oh, nein. 52. Muss er noch richtig. Scheiße, die Richtung muss ich auch noch einhalten. Komm, komm, komm. Wir haben keine Zeit. Aber den noch 200. Das ist mir nicht wert. Hau ab, glaube ich. Shit. Nein. Dass die jetzt Alarm machen. Tag des Einbruchsbewusstseins übrigens. Deswegen ist vielleicht die Routine auch geändert. Kann ich mir vorstellen. Komm schnell. Ich schaff das. Aber hey, die alarmieren nicht die Polizei. Obwohl, sie müssten eigentlich schon merken, dass ich eingebrochen bin. Vielleicht aber auch nicht. Geh ich noch die Kurve? Are you crazy? Hey, okay. Den habe ich übrigens durch Taschendiebstahl bekommen, den Stick. Und er hat richtig gut Geld gegeben. So. Aber nichts wie weg hier. Habe ich hier letztes Mal nicht so ein Fragezeichen gesehen? Oh, da ist so ein Fragezeichen. Was das ist? Ich der Papa abhau. Oh, automatisch. Das gibt keine XP. Dachte ich hätte jetzt genug für ein Level Up. Offensichtlich leider genau nicht. Alter, mir fehlen echt nur ein paar XP. Oh, ist das scheiße. Aber vielleicht habe ich ja genug, um was abzugeben. Auftrag. Ne, war das die hier? Nein. Black Bay. Oh. Ach du Scheiße, das hat richtig, richtig XP gegeben gerade. Das auch. Und Geld. Krass. So, guck mal, wie viel habe ich? 4800! So. Schmuckwerkzeuge, ganz wichtig. Nachtsichtbrille. Hacking PDA, ich kann noch nicht hacken, leider. Geil, und? Fette Sache. So, jetzt nehmen wir erstmal. Ne, ich brauche hier erstmal das Schloss knacken, das neue. 11, Stufe 9. So. Automatischer Dietrich. Steel Gear. Ohne Neon-Bot. Was ist er denn? Miau. Ne, 2500. Ja, komm. Geh mal ein bisschen. Ja, ich muss was leider abheben. Schade. Aber hey, jetzt kann ich die ganzen Sachen knacken, die ich die ganze Zeit wollte. So. Als nächstes endlich Elektronik. Ne, Stufe 12, scheiße. Autodiebstahl. Wahrnehmung, das ist auch sehr gut. Ja, es ist so viel, was ich eigentlich noch brauche. Oh, ich habe doch das Goldarmband. Story-Element. Okay.
Schön. Ja, ich weiß nicht, wie das aus dem ersten Teil funktioniert. Man muss halt die Steine rausnehmen. Oh, das war's schon. Goldarmbandteile. 103. Nee, das. Verschuldung 500.000 habe ich übrigens. Alter. Elektronik kriege ich halt noch nicht. Ja, Stufe 12. Fehlt noch ein bisschen was. Was? Kann ich nicht rüber tun? Okay, aber es wiegt ja auch nichts, von daher alles gut. So, noch einen großen Gegenstand. Kann ich mir eigentlich alles fast holen. Na gut, hier. Noch, warte mal. Habe ich bei Hell Neighbors was Neues? Nee, warte. Hell Neighbor. So, die Waschmaschine. So, das Fenster, $1000! Eine Notiz und eine Fleck anlegen. Mal ein Foto vom Schlafzimmer. Okay. Ja, wir haben noch 2-3 Minütchen Zeit. Mal gucken, was noch geht jetzt. Schade, dass ich den Schlüssel... Ja gut, ist egal. Ich kann jetzt knacken, die Wohnung. Aber ich glaube, ich gehe nochmal die 111. Thieves doing. Steal on with Thief FM. Deal on with Thief FM. Wir haben nämlich noch nicht alles. Das ist doch scheiße. So, die antike Wanduhr im Wohnzimmer. Bestell die Waschmaschine, das ist schlecht. VR-Headset oben im Schrank, Mann. Reicht das nochmal ganz schnell. 109 war komplett. Oder? Jo. Die Dame, Vorsicht. So. Ah, ich freue mich, Leute. Das Spiel macht schon Spaß, ne? So, wir lassen mal am besten mal auf. So. Aus damit. Ne, ich wollte doch hier. Wie geht das? Einfach nur gedrückt halten. Wir haben hier Lappy stehen. Low-End Laptop. Der Kerl, weißt du, der sitzt da einfach bis 4 Uhr morgens rum. Alte schläft schon. Alles gut. Geh mal. Oh nein, das ruckelt schon wieder. So. Oh, das war knapp. Der ist genau an der Haustür vorbei. Aber hey, die haben ja auch noch einen Zaun, wo man drüber klettern kann. Jetzt geht's wieder. Es ist manchmal komisch. Ganz leise. Sehr gut. Planungsmodus. Ja, machen wir mal aus. Voll doof, dass die Tür genau so aufgeht, dass man da nicht gescheit rankommt. Ja. Alles, was wertvoll aussieht. So, zerstör die Waschmaschine. VR-Headset oben im Schrank. Hier. Freilich. Nein, oder? Ist ja wieder besonders schwer hier. 3 Kilo.
3, 5. Scheiße. Soll noch die Waschmaschine kaputt machen. Oh nein. Alles gut. So. Nein, ich habe ja noch voll Zeug drin. Ach shit. Upsala. So, jetzt ist voll. Egal, es reicht noch. Oder? 5.38 Uhr. Ja, um 7. Komm, geht. VR-Headset gönnen wir uns noch und dann habe ich noch die Waschmaschine und dann bin ich raus. Es ist mir jetzt erstmal egal, so an Geld. So. Bei den High-End-Kram nehme ich auch noch mit. Lapp. So. Der Mieter hat den. Oh, Kacke. A bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Dark Bank? Oh! Du wurdest erwischt! Ihr wollt mich doch verarschen! Ihr wollt mich doch verarschen! Oh Mann, ey! Wie hat er das mit der Garage? Vielleicht versuch's einfach mal nur mit der Waschmaschine und dann wegzurennen. Oh, ist das ein Crap. Oh nein. Hör doch auf! Warum soll ich das jetzt nochmal alles machen muss? Besser knacken und so, meine ich. Aber 7 habe ich ja noch Zeit, ne? Ey, was für ein Scheiß. Ah. Ach so, das Auto, das rot ist, bedeutet, dass ich keinen Platz mehr habe. I get it. So. Bitte, bitte, bitte. Lass mich abhauen diesmal. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Okay, das war... Also die, generell die Sachen kaputt hauen, finde ich ein bisschen krass, ne? Das ist schon etwas übertrieben. So. Würde ich erstmal alles in den Schrank legen. Außer das Goldarmband. Schweren Kram. Na gut, dass ich dann jedes Mal vergesse, meine Kiste anscheinend zu leeren hier. Furchtbar. Ah, geht nicht mehr. So, liebe Leute, aber ich glaube, das soll es dann auch mal gewesen sein hier. Billiger Mixer. Oh, das Durchscrollen dauert so ewig. Also komm, die Kopfhörer hätte ich jetzt auch noch nehmen können. Was haben wir denn? Ah, das ist noch. Ein bisschen. So. Gut, da werde ich was speichern. Und ich bedanke mich schon mal ganz lieb fürs Zusehen, liebe Leute. Vergesst nicht zu liken, wenn ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns wieder zum Thief Simulator 2. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.